Die Ukrainer wollen seit 2 Jahren nichts sehnlicher als ganz normal, wie wir in Frieden leben. Wir wollen nichts sehnlicher als Frieden, damit die Menschen ganz normal, wie wir auch in der Ukraine, in Frieden leben können. Aber Frieden setzt voraus, dass das Töten endlich aufhört. Frieden kann es nicht mit der Pistole auf der Schläfe geben. Wer Frieden will, wer ein Ende dieses bewussten russischen Angriffskrieges und Vernichtungskrieges will, muss jetzt für die Ukraine alles an Mitteln zur Selbstverteidigung mobilisieren. Wer das ignoriert, dass es ein Vernichtungskrieg ist, wer ignoriert, dass man jetzt alles mobilisieren muss, damit die Ukraine zum Frieden kommen kann, der handelt fahrlässig. Das heißt konkret, mehr Munition, mehr Luftverteidigung, mehr weitreichende Waffen, damit die Ukraine ihr Überleben Vernichtungskrieges will. Und Vernichtungskrieges will, muss... Dem Erdboden gleich sind diese Wohnhäuser. Die russischen Raketen kommen auch in die Westukraine, nahe Solotschiw, nahe Lviv. Sie töten Zivilisten. Übers ganze Land schickt Moskau Geschosse. Auch in die Hauptstadt. Kampfdrohnen treffen Kiews Gebäude, reißen Menschen aus dem Schlaf. Ich hörte eine sehr, sehr laute Explosion. Wir sprangen aus dem Bett, sahen ein Auto in Brand. Das Feuer sprang dann noch auf weitere Autos über. Einen Meter weiter links oder rechts und meine Wohnung wäre getroffen worden. Auch Heizungen fallen aus, fast die Hälfte in Kiew, sagt der Bürgermeister. Denn die Angriffe gelten erneut der kritischen Infrastruktur. Und einmal mehr muss das Atomkraftwerk Saporischschja vom Netz gehen. Es läuft nur mit Dieselgeneratoren. Die haben noch Treibstoff für etwas mehr als eine Woche. Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als 25.000 Palästinenser getötet, darunter tausende Kinder, zahlreiche UN-Mitarbeiter und Journalisten. Die Bundesregierung hält dennoch an ihrer eingleisigen Haltung zu Israels Kriegsverbrechen fest. Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson. Tief eingebrannt in unser aller Gedächtnis wird dieser 7. Oktober sein und bleiben auf ewig. Aber sie zielen nicht auf Zivilisten. Sie fahren nicht nach Gaza rein, um Kinder zu ermorden oder Frauen zu vergewaltigen. Die Ukrainer wollen seit 2 Jahren nichts sehnlicher als ganz normal, wie wir in Frieden leben. If there will be any war in future and United States will need people who will stand shoulder to shoulder with them, who will be in trenches near Tehran? I don't think that many nations are ready to. Ukrainians are ready. We are Ukrainians. We are ready to stand with the United States shoulder to shoulder, either in trenches near Tehran or near in North Korea or in near Beijing, no different.